Hallo, willkommen zur abendlichen Röhrenstunde. Heute geht es um ein sehr kontroverses Thema, nämlich dem Regenerieren von Röhren. Ich selbst habe nie ein Hehl draus gemacht, dass ich vom Regenerieren eigentlich wenig halte, weil es ist keine dauerhafte Lösung. Ich habe es trotzdem noch nie selbst probiert und heute ist auch ein bisschen meine Premiere, nämlich die Regeneration einer Röhre mit Bariumkathode, nämlich eine AD1. Neuberger selbst hat auch das Neuberger RPG damit beworben, dass damit auch Röhren regeneriert werden können. Allerdings hat selbst auch nur so wenig davon gehalten, dass im Handbuch dieses Kapitel mit zwei Sätzen abgefrühstückt wurde, nämlich Kapitel 5 Röhrengenerierung. Über die Kurzschlussstecker ist das Einschalten von Belastungslampen und Messinstrumenten in die Elektrodenleitungen möglich. Die verschiedenen Verfahren der Röhrengenerierung werden als bekannt vorausgesetzt. Klammer, siehe einschlägige Literatur. Das ist alles, was das Handbuch vom Neuberger zu diesem Thema hergibt. Im Internet gibt es verschiedene Varianten, je nach Röhre. Deshalb ist es hier auch jetzt ein inoffizieller erster Teil. Vielleicht wird es einen zweiten Teil geben für moderne Röhren, aber wir fangen jetzt mal an mit den Bariumkathoden, nämlich der AD1. Ich selbst habe eine AD1 von Valvo mit ziemlich ausgelutschten Emissionen, die würde sich dafür eignen, die Regeneration auszutesten. Kurzer Zusammenfassung für die AD1. Die AD1 ist eine Endtriode, ursprünglich geplant für leistungsstarke Rundfunkempfänger, also für größere Säle. Sie hat eine Heizspannung von 4 Volt, einen Heizstrom von ungefähr 1 Ampere und eine normale Anodenbelastung für 15 Watt bei 250 Volt. Die AD1 genießt unter dem HiFi Voodoo ein relativ großes Ansehen. Ich mache jetzt mal keinen Kommentar dazu. Das muss jeder selbst wissen bzw. selbst hören. Und fangen wir mal an mit ein paar Bildern der AD1. Das ist die besagte AD1 von Valvo, die jetzt als Delinquent herhalten muss. Man sieht, auf der Anode ist ein Reservoir angebracht mit Bariumoxid. Dieses wird nach der Produktion, also dem Evakuieren, mit einem HF-Generator erhitzt und gibt somit das Barium auf die Kathode ab. Das Konzept bei der Regeneration ist nun, dass Barium, das während des Betriebs wieder von der Kathode abgedampft ist und auf sich auf dem Anodenblech niedergeschlagen hat, durch Erhitzen der Anode und des Steuergitters wieder zur Kathode zurückzubringen. Meine AD1 von Valvo ist sehr stark gegettert, insofern sieht man vom System relativ wenig, außer halt, wie gesagt, dem Reservoir und ein Stückchen vom Pumpstutzen. Das ist die Rückseite der Röhre. Man sieht ein Stück von der Halterung der Anode. Das ist der Halter des Systems. Das ist aus Klemmer. Das sind die Anschlüsse des Heizers. Das ist eine AD1 von Tongsworm. Das ist eine Nachkriegsproduktion. Die Röhre ist, wie gesagt, innen mit
Graphit ausgeschichtet. Insofern ist halt auch das Fotografieren des Systems schwierig. Was man halt gut sieht, ist der Pumpstutzen. Hier ist der Pumpstutzen, hier ist die Öffnung und die Konnektierung der einzelnen Elektroden. Das ist die Originalverpackung der Röhre. Die ist, wie gesagt, bei Tangsfirm in Hamburg produziert. Das ist eine AD1 vom RFT-Werk aus den 50er Jahren. Das hier ist eine Großaufnahme des Logos. Das ist die Röhre von der Seite. Man sieht hier auch die fehlende Aufhängung des Heizers, um sicherzustellen, dass die Kathode, also der Heizer, immer gespannt ist und nicht während des Betriebs mit dem Gitter, Entschuldigung, dem Steuergitter eine Verbindung eingeht und somit die Röhre kurz schließt. Das ist eine Seitenansicht. Hier ist schön zu sehen die beiden Getterpillen und das aufgedampfte Getter auf dem Glaskolben sowie der Pumpstutzen. Das ist die Aufhängung des Gitters von oben. Man sieht hier auch die Kühlfahnen für das Steuergitter. Der Steuergitter der AD1 wird typischerweise mit minus 45 Volt belegt. Das ist der Produktionscode, die 45. Woche 1950. Und das ist nochmal eine Detailaufnahme der Halterung des Heizfadens. Man sieht auch, die Platte ist sehr stabil. Also es ist keine Klimaplatte. Ich gehe mal davon aus, dass diese Variante der AD1 für Industrieaufgaben war, weil der Glaskolben ist auch sehr dick und die Röhre ist sehr viel schwerer als die in Klammern normale Variante. Also ich tippe hier auch, dass es eine für industrielle Anwendungen gedacht war. Das ist nochmal eine AD1 von Mini Vardario, auch eine Nachkriegsproduktion, die ebenfalls komplett mit Graphit ausbeschichtet ist. Neben der normalen Variante, hoppla, das war so jetzt nicht geplant, der AD1, die für 250 Volt Anodenspannung ausgelegt war, gibt es auch Sondervarianten für 350 Volt Anodenspannung. Unter anderem, dies ist eine Variante von Telefunken. Auch sehr stark gegettert. Insofern kann man sich den Zoom sparen, weil die Röhre ist fast undurchsichtig. Das ist die zweite. Also ich habe zwei Stück. Dort ist das System etwas besser zu sehen. Auch das Reservoir für das Barium und das Telefunken-Logo und der Hinweis, dass es sich hier um die -350-Variante handelt mit 350 Volt Anodenspannung maximal. Das ist eine Seitenansicht. Auch hier ist, wie gesagt, das Reservoir zu sehen als kleiner Hubbel. Und die Röhre ist ansonsten eine sehr typische 30er Jahre Konstruktion. Das ist die Verpackung. In diesem Fall ein Export für Dänemark.
Und auch der übliche Hinweis, dass diese Röhre nicht für Tonfilmzwecke benutzt werden kann. Wer Tonfilm machen möchte, soll gefälligst eine Röhre von Tonfilm kaufen zum fünffachen Preis. Das war das Patentsgedönste der damaligen Zeit. Gerade Telefunken war dafür berühmt, auf alles Mögliche zu schreiben. Röhre darf dies nicht, darf das nicht und so weiter. Die Röhre ist übrigens als AD1 350K gestempelt und das K steht in diesem Fall für Klingenarm. Und es gab noch eine weitere Variante der AD1, nämlich für 400 Volt Anodenspannung. Hier habe ich nur eine Variante, nämlich die von Löwe. Die Anode ist auch wieder gestanzt, um eine Stabilität zu gewährleisten. Sie hat zwei Kühlbleche an der Seite, um über Radiationskühlung halt die Wärme abzuführen. Dasselbe gilt auch für die Steuergitter. Hier sind die Kühlfahnen aus Kupfer. Und man sieht auch hier die fehlende Aufhängung des Heizfadens. Das ist das Logo der AD1 400 von Löwe. Röhren mit Bariumkathode war unter anderem auch die RES 664. Von der leider auch ich nur eine Variante habe, die stark gegettert ist. Also man sieht vom System relativ wenig. Die Seitenansicht. Das ist die Rückansicht. Hier auch die typische Befestigung des Systems mit Hilfe eines Glassteges, wo das die Systemhalterung eingeschmolzen ist. Die Seitenansicht der Anode. Mit der punktgeschweißten Halterung. Und es ist nochmal ein Detail des Reservoirs. Die AD1 sollte nach Neuberger 60 mA Strom liefern bei 250 Volt Anodenspannung und 45 Volt, also minus 45 Volt Gitterspannung. Meine Variante von Valvo schafft dies nicht und wir versuchen jetzt mal durch die Regeneration die, Anodenstrom wieder auf einen vernünftigen Wert zu bekommen. Das Prinzip dieser Regeneration ist einfach. Ich versuche das Barium von der Anode und dem Steuergitter wieder zurück zu befördern auf die Kathode und dafür muss die Röhre erhitzt werden. Und die einzige Möglichkeit, die ich dafür habe, ist, die Röhre zu überlasten. Und wie das geht, sehen wir jetzt am Neuberger. So, es ist der 30.08. um 21 Uhr. Jetzt. Und wir starten die Hinrichtung. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der ARD mit einem Warnhinweis versehen, aber ein Warnhinweis von mir. Diese Methode der Regenerierung besteht natürlich die Gefahr, die Röhre in den IOL zu schicken. Insofern sollte man das nur mit Röhren machen, die wirklich ausgelutscht sind. So, dann
stöpseln wir die AD1 mal ein und beschalten den Neuberger in regulärer Manier. Es ist eine Außenkontaktröhre, also die Heizung ist auf Stift 1 und Stift 8. Die Kathode ist auf Stift Nummer 3. Entschuldigung, die Anode ist auf Stift Nummer 3. Und das Steuergitter ist auf Stift Nummer 5. Und das Steuergitter ist natürlich negativ. Nach der Messkarte von Neuberger minus 45 Volt bei 250 Volt Anode. So, die Anzeige leuchtet, also die Heizverhalten ist in Ordnung. Wir stellen erstmal ein die 4 Volt Heizspannung. Nachgestellt werden. Ich brauche 45 Volt am Gitter 1. Bin im 50 Volt Bereich. Und Fokus. Und ich brauche 250 Volt Anodenspannung. Wir sind im 500 Volt Bereich. Drunter schreit irgendjemand. So, 250 Volt. Ich versuche jetzt möglichst genau einzustellen, um auch dann sagen zu können, ob die Regenerierung wirklich ein Erfolg war. So, die Röhren ist jetzt, wenn das Ampermeter fehlt, ist jetzt regulär eingestellt. Tun wir sie mal heizen. Jetzt muss ich erstmal die Heizspannung nachregeln. Bin schon zu tief. So. So exakt. Jawohl. Dann machen wir mal weiter mit der Kurzschlussprüfung. Und die Röhre hat gerade Ding gemacht. Was unter Umständen so viel heißt wie ich habe meinen IOL hinter mir. Ja, wie es aussieht, hat sich der Test wahrscheinlich dann gerade erübrigt. Heizung geht.
So, Gitter ist auf Stift Nummer 5. Gitter ist Stift Nummer 5, 6, 7, 8. Kathode ist Stift Nummer 3. Und Anode, Entschuldigung, ist auf Stift Nummer 3. Stimmt alles? Stift 5 ist das Steuergitter, stimmt auch. Es ist negativ. Knacks. Das war negativ, aber anscheinend gab es einen Kurzschluss in der Röhre, was das Steuergitter anging. Weil jetzt habe ich nämlich wieder eine Spannung im Steuergitter. Die war vorher auf 0, also das heißt, das Gitter war kurz geschlossen. Ja, damit ist die AD1 End of the Line, endgültig. Da will man einmal ein schönes Video machen. Ich habe schon die Glühbirne zurechtgelegt als Lastwiderstand, um die Regeneration durchzuführen. Ja. Jo, was soll ich jetzt sagen? Man muss auch mal Videos machen, wo was schief geht. Und ich denke mal, das ist eines davon. Anodenspannung ist auch noch da. Also Sicherungen sind alle drin. Halter hat Durchgang. Also anscheinend das Steuergitter kurz geschlossen. Gut, aber nehmen wir das mal so hin. Und beenden die etwas schwache Sitzung. Ich darf jetzt nicht sagen, was ich denke, weil sonst gibt es wieder Warnhinweise. Dann danke für die Aufmerksamkeit, wenn auch nur kurz, und bis nächste Woche.